In unseren kostenlosen CW-Webinaren gibt es neben den Gestaltungs- und Kreativwebinaren eine weitere Rubrik, die Buchgeheimnisse. Und das ist wohl das beliebteste Thema unserer Teilnehmer. Aus dieser Rubrik bringe ich euch heute ein neues CW-Fotobuch unserer Kundin Pauline mit. Es ist das Buch Hongkong, The City of Lights. Von dieser Städtereise bringt sie beeindruckende und unvergessliche Eindrücke mit. Und ich darf euch jetzt mitnehmen in eine der interessantesten Städte der Welt. Und ich hoffe, dass euch dieses CW-Fotobuch genauso sehr begeistert wie mich selbst. In unserem dritten Buch, was wir heute besprechen möchten, in den Buchbesprechungen, hier in den Webinaren, machen wir einen Ausflug nach Hongkong. Und es ist ein Buch, was hier gestaltet wurde, was ich immer wieder angucke, weil diese Einfachheit und diese Kombination der Inhalte mich so begeistert. Es ist also was ganz anderes, als wir es eben gesehen haben. Und das ist das, was das Ganze jetzt so spannend macht. Und ich will es euch jetzt natürlich gerne im Programm zeigen. Deswegen gehe ich mal zurück in die Software. Also der Einstieg schon natürlich wirklich toll. Schwarz-Weiß, ein bisschen diesig, wie wir es kennen. Ja, ich habe keine richtige Zeichnung im Himmel, aber das Rot erscheint hier. Und das Schiff hat rote Segel. Das Schiff ist rot. Also ich habe erst überlegt, Photoshop, was macht man denn hier? Nein, das ist tatsächlich so fotografiert und das macht es so einzigartig. Im Hintergrund ganz modern, im Vordergrund ganz, ich sage einfach mal, traditionell. Die Schrift, die Schriftzeichen, die hier mitverwendet werden. Also alles, ich würde es jetzt schon fast sagen, auf den Punkt für mich persönlich gestaltet. Aber es wird auch Menschen geben, die sagen, nee, ist nichts für mich. Da fehlt einfach vielleicht die Aufregung, da fehlt der Pep, da fehlt das Shishi drumherum. Gibt es nicht in dem Buch. Dafür gibt es ganz viel Gradlinigkeit. Und genau diejenigen, die darauf jetzt warten, die möchte ich nicht enttäuschen. Wir gehen auf die erste Seite. Erste Seite im Buch öffnet praktisch die Geschichte, den Besuch. Also ganz simpel gemacht, von oben fotografiert, als Kreis. Hier einfach praktisch der Clipart, noch ein Kreis dazu, die kleine schmale Linie, Schrift in die Mitte, fertig ist das, bisschen Transparenz und schon habe ich Verbindung zum Hintergrund und schon kann es losgehen. Genau in der Buchmitte, quadratisches Buchformat. Ja, wir haben also hier wieder ein Format, was uns mehrere Möglichkeiten öffnet, nämlich einmal das besondere quadratische Format zu sehen, weil das Bild besonders ist. Es wirkt modern, es wirkt ganz anders, als wir schauen. Wir blicken ja den ganzen Tag im Querformat, ja, immer schön Panorama, ja. Und hier haben wir eben gleich lange Seiten, das fällt immer auf. Auch schwarz-weiß, auch wiederkehrend. Ihr erinnert euch an heute Morgen. Ich nehme die Farbe des Titels mit auf die erste Seite und das ist in dem Fall auch hier das schwarz-weiße Bild mit dieser Farbgebung der Schrift. Ja, so. Und dann geht es hinein. Die zwei, die gereist sind, machen natürlich ihre ersten Ausflüge, beschreiben auch das, was sie sehen. Und hier wird mit ganz simplen Mitteln gearbeitet, die ich extrem gelungen finde. Also Beispiel. Wir haben das große Bild, die ganze Seite als Hintergrund, Blickfang, wir sehen es. Und genau in das Zentrum, die zwei, die praktisch gereist sind, Hongkong hier nochmal als Station, mit einem Clipart. Und es ist genau auf der Höhe angelegt, wo ich praktisch auf der anderen Seite die beiden Fotos praktisch trenne. Ich habe fast das Gefühl, als klappe ich das Weiße einfach aus, nach links. Und das finde ich schon cool. Wir haben dahinter so ein bisschen Unschärfe. Ja, das sehen wir. Da liegt nochmal ein Foto dahinter. Dann haben wir vorne die Fotos, die hier nochmal eine Maske haben. Und wir sehen den kleinen begleitenden Text. Auf weißem Hintergrund in Grau geschrieben. Eine sehr gut lesbare Schrift und ganz kurz nur, was zu sehen war oder was man erlebt hat und so weiter. Und jetzt geht's los, damit man mal einen Eindruck bekommt, das Ganze jetzt in Farbe, nämlich genau von diesem Berg aus hier oben, ganz klein, es stört nicht unbedingt. Unten der Ort, völlig klar, jetzt muss man schreiben, wo man gewesen ist, weil ich glaube, das merkt man sich in Landessprache nicht, aber
irre, wenn man hier wirklich überlegt, was es hier zu entdecken gibt. Da reichen wahrscheinlich keine 2 Wochen. Gut, das war also der Einstieg in die Geschichte und jetzt geht's in die Straßen. Und hier strahlt mein Herz, weil das große Bild wirkt. Es wird nochmal mit einem Clipart verdeckt. Ich habe Platz, um Text zu schreiben. Ich habe Platz, um mit Schrift zu gestalten. Und hier kommt das Rot wieder, Schwarz-Weiß in Kombination. Und es geht eben hier um die Motive, die er fotografiert hat. Also unvorstellbar, dass jetzt in Deutschland einer mitten in der Fußgängerzone schweißt, ja, und wir da einfach vorbeilaufen können. Aber das ist eben genau das Besondere. Die ganze Seite Platz, guckt bitte auf die Motive und überlegt, ob das eure Bildsprache sein kann. Schach auf der Straße, ja, hier wird gespielt, hier guckt man mal mit der Kamera über die Schulter, alles in Schwarz-Weiß, viel Weißraum, viel Platz. Die Fotos sind ganz dezent getrennt, goldener Schnitt. Ich habe also ein großes Zweidrittel, Eindrittel Bild und habe so ein bisschen Gestaltung. Und ganz dezent wieder Rot und Grau als wiederkehrenden Effekt, ja, Schrift und Text. Und diese Kombination Schwarz-Weiß mit Farbe wirkt natürlich extrem gut. Und hier wieder dieses Clipart, was unter dem Text liegt, was in das Bild hineinragt, was die Verbindung jetzt herstellt und sagt, oh, alles klar, hier sind wir auf dem Fischmarkt oder irgendwo in, wo auch immer, mitten in der Straße. Und das Rot ist wie so ein Signal. Und ich finde jetzt besonders gelungen, diese senkrechte Schrift, um einfach nochmal zu sagen, oh, Achtung, hier ist was ganz Besonderes. Ich drehe jetzt das Ganze und gebe jetzt dem Buch 2 Drittel Bild, jetzt haben wir das, und zur anderen Seite 1 Drittel Freiraum, also weiß, und das fülle ich jetzt ganz dezent nur auf und lasse extrem viel Platz. Wir überlegen, wir sind in Hongkong, ja, ich behaupte mal, die zwei waren da das erste Mal, und das ist das, was am Ende aus diesem Besuch heraus übrig bleibt in einem Buch. Ja, Kalligrafie, natürlich völlig klar, jetzt mit den Schriftzeichen, auch hier wieder weiß und rot, ein Bild zentriert auf der Seite und hier kann man in Schwarz-Weiß sich wirklich fokussieren. Und selbst das Rot ist ein bisschen transparent gemacht, ihr seht es, damit es nicht so knallt, ja, also da guckt ein bisschen Bild durch, tut dem Ganzen gut, ist aber der Farbtupfer auf der Seite und macht es nicht langweilig. So, und so geht das so ein bisschen weiter in dem Vogelmarkt und jetzt kommen, so langsam steigert er sich, jetzt kommen die kleinen Details. Dieses kleine Quadrat mit dem Rahmen, Street View, dass ich jetzt nochmal so moderne Akzente setze. Ich bin auf der Straße, das fotografiere, ich bin also ganz nah dran. Transparente Fotos in Schwarz-Weiß dahinter, nochmal darüber gelegt mit der Maske, schräg maskiert, also genau andersrum, als wir das vorhin gesehen haben, mit dem, ich gehe nochmal zurück, spule zurück, ja, auf diese Seite, ja, dann war das die weiße Fläche, die transparent wird. Jetzt liegt das Foto darunter und ich nehme das hellere Foto, weich gezeichnet oder transparent und überlagere es einfach nochmal mit dem Originalbild und kriege dann genau diesen Markt. Wieder ausgeklappt der Schriftbereich und so kommen diese ganz modernen Elemente, diese ganz feinen Linien, das Quadrat, die weiße Fläche als der Platz für den Text hervorragend. Und jetzt auf einmal sehe ich unten Farbe. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Das ist der ganz dezente Übergang in diesen Modus. Also er hat dann am Ende doch nicht das komplette Buch in Schwarz-Weiß machen wollen. Und das tut dem Buch auch gut. Wir werden es jetzt gleich sehen. Und wir sind ganz nah dran, natürlich in den Straßen von Hongkong. Auch hier ein großes Bild auf der Seite, nichts erklärend. Das Bild wirkt für sich nur, ja, in der Ecke unten links sehen wir, dass es eine kleine Gasse ist da an diesem Vogelmarkt. Der ja weltbekannt ist, ja. Und so kann man sich das Ganze anschauen. Jetzt ändern sich die Farben für die Texte, die drunter liegen. Die Schrift wird weiß und jetzt wird Farbe ins Spiel gebracht, die natürlich zu den Inhalten passt. Er hat Blüten entdeckt, er hat in den Gärten geguckt, er sieht also auch ganz viele andere Sachen. Und dieses Layout ist wieder 4 quadratische, also rechts, ja, 4 quadratische Fotos.
dann kann ich da so eine Maske drauflegen. Und wenn ich will, kann ich jetzt hier oben diesen kleinen Blütenstiel noch freistellen. Den lasse ich dann da oben rausgucken. Und das Bild unten kann ich einfach vergrößern. Das sind also keine Hexenwerke, aber sie wirken extrem sympathisch, weil sie der ganzen Seite, die ja relativ geradlinig ist, hier so ein bisschen Pep geben, ja, und so ein bisschen Abwechslung geben. Wir gucken mal weiter, zentriert und jetzt ganz dezent hier oben links diese kleine Clipart-Farbe. Ja, wir sind im Blumenmarkt. Er hat hier einfach noch so ein bisschen Farbe mit hineingegeben und haben dadurch noch mal eine schöne Auflockerung auch im Weißraum, in der weißen Fläche. Das wirkt also nicht zu kitschig, indem man noch drei solche Flächen hier irgendwie einbringt, sondern er lässt immer den Fokus auf dem Bild. So, das gelingt natürlich hier umso besser. Jetzt haben wir hier den Tempel mitten in den Wolkenkratzer. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Stehen dann solche Sachen und die lässt er natürlich in Perfektion wirken, indem er sie wirklich groß auf die Seite legt. Und das quadratische Buch hat eben jetzt den Vorteil, dass wenn ich es aufschlage, ich ein echtes Panorama habe. Ja, und das ist etwas, was gut tut. Und jetzt gebe ich diesem grünen, ich sage mal, der grünen Lunge hier, diesen Garten, den ich hier sehe, nochmal eine ganz andere Anmutung. Und jetzt kommen noch Details dazu. Sehr gerade, sehr aufgeräumt und trotzdem mit Liebe zum Detail. Also das, mich begeistert so eine Gestaltung wirklich sehr, weil ich trotzdem so viel entdecke. Ja, na klar hätte man hier noch andere Sachen machen können, aber es geht ja nicht darum zu sagen, was hätte man, sondern das ist das, was wir haben. Und hier geht es darum, den Blick zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Wir sehen den Tempel, wir sehen Details in diesem Tempel, Bauweisen, Finger. Wir haben hier die Figuren, die Buddhas, die hier irgendwo sitzen. Und wir haben natürlich nochmal den Ort als Benennung. Wirklich cool. Und jetzt kommt der krasse Gegensatz. Und das ist genau das, was mich an diesem Buch so begeistert. Diese Gegensätze in dieser Stadt, Ruhe, Farbe, absolute Harmonie und auf der anderen Seite Leben, Chaos, Chaos jetzt in der Art, dass viel Trubel ist, es ist was los, ja, da ist wahrscheinlich auch ein Höllenlärm. Ich war noch nie in Hongkong, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber das kriege ich hier mit und das sind Bilder, die das zeigen. Und die sind jetzt nicht irgendwie klein, die sind jetzt nicht irgendwie, ja, so irgendwie die Ecke gepresst, sondern der Platz, der hier für das Bild praktisch genommen wird, der zeigt, was da los ist. So, und jetzt wird mit Schwarz gearbeitet, weil ich wieder in Schwarz-Weiß bin. Jetzt ist das Rot nicht mehr da, das wäre zu brav. Jetzt wird es ein bisschen krasser im Kontrast. So, jetzt geht es natürlich auch um kritische Themen, die er gesehen hat, die er gefunden hat in seinem Buch. Er hat sie fotografiert auf der Straße, die Malereien, die dann hier dort ja als Graffitis irgendwo sind, extrem cool. Ja, also er verliert tatsächlich auch nicht den Blick für das, was in der Stadt dann zu erleben war. Große, mahnende Buchstaben, groß in senkrecht geschrieben, in schwarz, in rot, ja, alles das ist in diesem Buch ein Thema. Und wir sehen, dass hier die beiden mit ganz offenen Augen durch die Stadt gegangen sind und auch so etwas sehen. Jetzt ist der Text hier nicht ganz richtig gesetzt. Das liegt jetzt einfach an meiner Schriftart, die mir jetzt hier fehlt. Das ist also jetzt kein Fehler im Buch, sondern es liegt an mir. Wir sehen hier auch das für Frieden einstehen, kleine senkrechte Sachen. Also das ist ein Buch, was mich begeistert, immer wieder durch auch die Aufnahmen, ja, Protestbewegung. Man glaubt es ja gar nicht, dass es das dort gibt, aber es gibt es dort. Ja, so, dann machen wir wieder den Sprung in die andere Welt. Ja, Demokratie soll leben und jetzt hat er hier die kleinen Sachen entdeckt, Farben, Vögel, die gefaltet werden. Ja, wer sich da so ein bisschen auskennt, der weiß, worum es geht. Und es gibt hier dann den Platz zum Beten für die Dinge oder um auch Kräfte zu sammeln und sich zurückzunehmen,
guckt euch die Gestalt, also ich, ne, jetzt die Farbe Rot dominierend, Formen werden mitgenommen, jetzt gibt es hier die Schriften, auch wie eben in unserem ersten Buch, die Schriften, die immer wieder neu erfunden und angeordnet werden, gesetzt werden, das ist das, was mir hier in diesem Buch so sehr gefällt. Große Bilder, Landschaft, jetzt geht es so ein bisschen weiter ins Umland, ja, vom Layout her haben wir das schon einmal gesehen, also ich kann so etwas auch wiederkehren lassen, die sehen das. Nur, dass wir jetzt eben zwei der großen oder zwei große Fotos haben, die vergrößert wurden und schon sieht die Seite wieder anders aus. Auch hier der Text ist durch meine Schriften, die ich installiert oder nicht installiert habe, ein bisschen anders als es so ist, aber Blocksatz, geradlinig und ein Traum, es zu sehen. Ja. Und ich möchte gerne mal wissen, was sich die zwei so vorstellen. Da unten liegt es, ja. Also man kann das alles so gar nicht glauben, wie nah die Dinge dann so beieinander liegen. Und jetzt geht es natürlich ins Umland und Natur. Jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Jetzt sehen wir auch hier natürlich das trübe Wetter, aber das ist eben genauso, wie es ist. Und Fotos, die jetzt hier einfach im Hintergrund weiterlaufen, ja, weil sie in Originalfarben und weich gezeichnet oder transparent dahinter liegen, so ein bisschen Platz, farbiger Platz für Text. Also ein wirkliches Erlebnis. Und ich habe mir Hongkong, wenn ich ganz ehrlich bin, in meinen Bildern im Kopf, wie gesagt, ich war noch nicht da, ganz anders vorgestellt. Ich wüsste nicht, ob ich genau das fotografiert hätte. Ich hätte wahrscheinlich vor den Wolkenkratzern gestanden, hätte irgendwie geguckt, dass ich das alles ablichte. Aber das ist ein ganz anderer Blick und das macht es so cool, dieses Buch. Ja, dieses nicht blenden lassen und trotzdem es erleben und genießen. Ja, und ihr seht, was wie es wirkt, wenn freigestellte Elemente, jetzt hier unten die beiden, in den Bildern sind. Sowas sollte man mit fotografieren. Man sollte sich dann vielleicht irgendwo auch freistellen lassen. Wenn man das plant für ein Buch, kann man das ja vor irgendeinem hellen Hintergrund machen, damit das Freistellen deutlich leichter geht. Und dann auch hier maskierte Bilder im Hintergrund, hier oben dieser Rand, der so ein bisschen ausfranst, der Text, der jetzt wieder auf einer anderen Farbe steht. Wir sind im Grünen und jetzt geht es hier in dieser Art und Weise weiter. Ein Buch aus meiner Sicht, was sich wirklich lohnt, mal anzugucken. Ich springe mal so ein paar Seiten weiter vor. Und natürlich gibt es ja noch das Nachtleben da. Das ist wahrscheinlich ganz speziell. Und guckt mal auf die Bildsprache, auf das, was am Ende im Buch ist. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur sehr ans Herz legen. Ja? Dann ist man hier im Jockey Club, auch das gehört dazu. Und so hat man diese ganze Welt in einem Buch. Das war unser drittes Buch heute in unserer Buchbesprechung Hongkong. Eine wirkliche Erlebnisreise und ich hoffe, ich konnte auch all denen, die sagen, ja, so geradlinig, das ist das, was mich anspricht, die Bildkombination, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich muss gar nicht so viel schreiben, sondern ich muss das Bild haben, was es erzählt. Das will ich gerne haben. So ein bisschen begeistern, sodass ihr beim nächsten Mal vielleicht auch so ein bisschen anders durch den Sucher guckt oder die Fotos anders auswählt und sagt, okay, wenn ich das so fotografiere, muss ich nichts schreiben und erklären, dann erklärt es das Bild. Und genau das ist es auch, was in der Gestaltung solcher Bücher am Ende auch das Wichtige ist. Ja? Nicht der Text, der gelesen werden muss, um zu verstehen, was ich sehe, sondern ich sehe das Bild, ich sehe die Inhalte und bin eigentlich drin. Und wenn ich dann noch zusätzliche Informationen bekomme, die das, was ich jetzt vielleicht denke, empfinde und sehe, so ein bisschen noch vertiefen oder unterstützen oder begleiten, dann ist das eigentlich alles perfekt. Ja, und damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Ich hoffe, die kleine Reise nach Hongkong hat euch gefallen. Ihr seht, wie wichtig eine gute Bildauswahl ist und wie leicht sich so schöne Seiten in einem CW-Fotobuch gestalten lassen. Ladet gern das Programm zum Gestalten kostenlos herunter und versucht es selbst einmal. Wenn ihr Hilfe zur Gestaltung benötigt, kann ich euch nur die CW-Webinare empfehlen. Den Link zur Anmeldung findest du natürlich in dieser Videobeschreibung.